Es sind kleine Steinkugeln, die mit Hilfe der Wasserkraft in Mühlen bearbeitet werden. Bezeichnet werden sie im Dialekt als Schierser und damit ist auch schon die Verwendung angesprochen. Mit den Kugeln spielten früher die Kinder in Aldein. Ein Spiel, das in Vergessenheit geraten ist. Nun möchte der Geopark Blätterbach und der Museumsverein Aldein das alte Spiel den Jungen wieder beibringen. Das Spiel heißt Schierser und die Regeln weiß ich eigentlich auch nicht genau. Das war früher ganz anders. Da kannte jedes Schulkind das Spiel. Viele Alternativen gab es damals auch nicht. Heute erklärt es Peter Ebner seinen neugierigen Zuhörern. Stellt euch mal da her. So, passt auf. Lieber vier Zonini. So. Du musst schauen, möglichst klein zu können. Und deinen, du schießt. Das Schiessern soll nicht in Vergessenheit geraten. Einfach weil es ein altes Spiel gewesen ist. Der Schuljugend, der Aldeiner Schuljugend eigentlich. Nicht? Aus dem Grund. Und inzwischen ist es ziemlich vergessen worden. Wir haben zum Glück noch ein paar Senioren, die auch die Mühlen machen können. Die Kinder probieren es aus. Ob sich das Schiessern gegen Computerspiele durchsetzen kann, ist fraglich. Das Treffen muss zuerst geübt werden. Ja, das mit, wenn man die Murmeln anstupst, das ist ganz schwierig, weil dann braucht man viel Kraft. Das Spiel ist unter dem Namen Schiessern nur in Aldein bekannt. Die Spielkugeln werden ja auch aus den Steinen der Umgebung hergestellt. In der Blätterbachschlucht liegen ja genug herum. Die werden aus verschiedenen Gesteinsmaterialien gemacht. Natürlich am besten der weiche Stein, weil sich der schneller abreiben lässt. Man kann ihn aber auch ohne weiteres aus Porphyr oder Granit machen. Nur dauert es dann viel, viel länger, weil der Stein viel härter ist. Am besten geht der Marmor, der Sandstein geht am besten. Für die Herstellung der Schiesser ist außerdem die Hilfe des Wassers notwendig. Es treibt die sogenannte Schiessermühle an. Früher haben die Kinder so ihre Steinkugeln selbst hergestellt. Um fertige Murmeln zu kaufen, dafür gab es meist kein Geld. Das ist schon eine alte Tradition gewesen. Und das hat man in den Nachbargemeinden nicht gekannt. Das haben Leute Aldeiner gemacht. Also da haben wir schöne Stuhlen gesucht, so eine Art Sandstuhl mit verschiedenen Formen durchzogen. Und die haben wir noch rund geklopft mit einem Hammerle. Und die haben wir noch in die Mühlen eingesetzt. Die Kinder von heute suchen auch nach passendem Gestein. Obwohl schon maschinell vorgearbeitete Rohlinge verwendet werden. Denn so geht es schneller, überhaupt, wenn ihnen der Sepp dabei hilft. Eingeklemmt zwischen Steinplatten wird dann der Stein geschliffen. In ein paar Stunden ist der Schiesser fertig und dann kann es losgehen. Das alte Schiessern wird in Aldein wieder von den Jungen gespielt.